Nehmt euch die Zeit. Hier wurde jetzt schon ein Sitz hochgemacht. Das heißt, das Fahrzeug ist ja ein Siebensitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, hier sind wie so eine Art Notsitze. Dann greift man einfach hier rein. Zack. Wollen wir einmal hier den Teppich wegmachen und dann zack, ist er schon drin. Aber da die Gurtvorrichtung hier, das Gurtschloss. Und zack, ist das fertig. Auch da prüft es, nehmt ruhig beide Seiten, macht sie rein, guckt die Gurte nach. Ne, auch wenn sie hier gerne drinnen hängen. Den Zustand können wir auch wieder herstellen hier, dann gibt es auch keinen Ärger. Also da hat sich Opel ja wirklich was einfallen lassen, definitiv. Und ja, das funktioniert, definitiv. Auch hier so das Thema Zubehör. Ja, jetzt hier so ein Gepäckschutz, beziehungsweise das können wir auch vorne festmachen und dann ganz normal den Kofferraum nutzen. Das heißt, hier den Sitz auch wieder ganz klassisch lösen. Ja, dann hat man da unten den Griff nach vorne und dann einfach zack, dann ist das schon fertig. Und das geht sogar mit beiden. Auch da wieder Funktion prüfen. Hier müsst ihr gucken, die Kopfstütze ist draußen. Ob das, ne, das dürfen wir jetzt natürlich nicht vergessen. Ich mache den mal eben rein. Zack, drin ist sie, denn ihr müsst beachten, bei der Kopfstütze müsste man jetzt mit zwei Händen arbeiten. Das heißt, kurz eben das Handy geparkt und ja, zack. Das heißt, jetzt kann die gesamte Rückbank, beziehungsweise können Sie noch weiter nach vorne machen, den Laderaum vergrößern. Ui. Ne, Beispiel jetzt hier, da Dingen. Und abmachen und fertig ist das. Und dann habt ihr hier jede Menge Platz. Ja, und dann könnt ihr natürlich gucken, wie vermackt sind die Kunststoffteile? Wie oft wurde das denn schon gemacht? Und dann habt ihr zumindest auch eine Resonanz. Ja, hier wie bei den Kopfstützen. Hier kann man sie jetzt mit einer Hand betätigen. Aber testet alles durch. Guckt nach, die Griffe. Auch hier Zentralverriegelung, ja, nein. Funktioniert sie komplett. Das heißt, alle Funktionen. Zack, hier Opel. Zack, direkt durch, da hinten auch und das Ganze auch wieder hoch. Zack, also schließt auch, auch was hier gemacht worden ist, so ein schöner Windabweiser, bisschen Regenschutz. Das heißt, wenn es mal regnet, kann man dann auch das Fenster ein bisschen öffnen. Ist auch geil, hat uns jetzt nichts extra gekostet. Und auch das Thema hier feste machen, so, dann machen wir es wieder rein. Also wir könnten das hier vorne nicht festmachen und natürlich dann auch für die 7-Sitz-Funktion hinten rein glücklich sein und dann Riegel ziehen und fertig ist das Ganze. Und dann können wir auch wieder die Sitzbank, ja, auch das geht mit einer Hand. Können wir bis nach ganz hinten machen und dann hier einfach den Hebel wieder ziehen. Auch gucken, dass es einrastet und fest ist. Und dann habt ihr auch nochmal einen Gesamtüberblick von den Polstern. Ne, auch hier Türgriffe und alles, was dazugehört, kontrollieren. Und das gleiche Spiel natürlich vorne auch. Das heißt, auch hier kontrolliert alles, dass euch da, ja, entweder preislich entgegengekommen wird, ihr ein bisschen Geld in die Hand nehmt und das selber aufbereiten könnt. Gleiches Spiel, Armaturen. Das Armaturenbrett. Guckt nach, sind irgendwo harte Kratzer drinne, ist irgendwas abnormal abgenutzt. Stimmt da irgendwas nicht? Auch da nehmt euch die Zeit und prüft das in aller Ruhe. So,
Also geben wir auch nochmal Gummi. Das heißt, auch da kontrolliert alle Gummis an den Türen, Schweller und Co. Geht das einmal durch, prüft das. Und da bleibt es dabei. Natürlich auch die Gummis der Pedale. Checkt das, guckt nach. Denn auch hier können sich gerne mal, ja, Geschichten entwickeln. Das ist, keine Ahnung, beim Einstieg immer mit dem Fuß hier gegen und dass das hier total abgenutzt ist. Also auch da müsste man gucken, dass man dann da eine neue Dichtung reinpackt, damit das Fahrzeug dann auch wieder dicht schließt. Kein Wind reinkommt, kein Geräusch reinkommt und ähnlich. So. Also auch hier die Tür schließt ordentlich. Ne, das heißt, jetzt haben wir rundherum alles nochmal gecheckt. So zum Thema Karosserie. Kommen wir zum Herzstück. Opel. Motor. Ich mache mal eben nochmal das Licht aus. Die PDC meckert vorne auch schon. Zack. Und dann machen wir einfach mal Zündung aus. Stellen hier wieder auf Auto. Jawohl, haben wir gemacht. Ne? Auch da die Akustik vom Licht hat sich gemeldet. Und ja, Motor. Der Motor spricht für sich. Allein schon das Thema Öl. Guck da rein. Auch mal dran riechen. Riecht das irgendwie abnormal nach Sprit oder irgendetwas anderem? Sieht es da drinnen aus wie bei Hunds und Kunst? Seht ihr irgendwo Späne? Seht ihr am Öldeckel weißen Schaum oder Späne? Auch da habe ich schon eine Geschichte erlebt. Habe ich mir mal ein Audi angeguckt und bin nur mit dem Finger hier so dran gegangen. Guckt auch, ne, der Motor ist, ob der vorher warm gefahren wurde, also ob der Motor warm ist, ne, mit dem Handrücken hier gucken. Ansonsten auch nochmal an der Motorhaube fühlen. Auch da gibt es halt ganz viele Tricks. Ne, das Auto schön warm fahren, damit er auch sofort und ordentlich anspringt. Aber wenn er den dann gekauft hat und er steht einen Tag draußen, dann muckt er gerne mal rum. Und festgestellt, hier reingegangen, oh Gott, ein Finger schon mit einem Metallspan belegt. So gemacht, den Händler angesprochen, der Händler hat die Motorhaube zugemacht und hat gesagt, nee, das ist nicht ein Fahrzeug. Da haben wir auch jetzt gar kein Interesse, ihn da zu verkaufen. Ich sage ehrlich, nehmt den raus, habe ich auch bei Mobile gemeldet, denn das Fahrzeug hatte dann auf jeden Fall schon ein Motorproblem. Ja, Riemen, ist auch alles fest. Sehen die Schläuche alle gut aus? Hat das Fahrzeug Ölverlust? Guckt runter, nehmt euch die Zeit. Auch das Thema Batteriepol, auch hier auf Nachfrage, das ist der Öllappen. Das heißt, hier wird gerne mal an der Tankstelle, an der Tanksäule ein bisschen Öl kontrolliert. Auch das ist ja wichtig. Ne? Nehmt den Ölpeilstab raus, guckt nach. Wie schaut's aus? Also jede Menge zu tun. Und auch hier so die Kabelkulisse, ist da alles normal? Sieht da irgendwas neu aus? Wird irgendwas gemacht? Haben wir irgendwo ein Problem? Ja, Thema Zahnriemen. Wurde gewechselt? Dazu haben wir die Papiere. Der Zahnriemen wurde gewechselt. Papiere liegen mit bei. Auch das ist toll. Guckt danach, dass die Rechnung wirklich seriös ist. Guckt nach, dass die Rechnung passt. Und dann habt ihr auch schon mal dieses Stückchen. Ihr müsst auch selber sicher sein, hat das Fahrzeug einen Zahnriemen oder eine Kette? Allein dafür gibt es im Internet genug Foren und auch genug Listen, um nachzuvollziehen, hat das Fahrzeug eine Kette oder ist das ein Fahrzeug mit Riemen? Das heißt, der Motor, der hier dann über die Welle arbeitet und Ventile steuert und Co. Großes Thema Zahnriemen, ja oder nein, Steuerkette. Denn es gibt auch viele Motoren, die Probleme machen mit der Steuerkette. Ich sag so, Hashtag Seat Ibiza. Auch da lest euch vorher ein. Es gibt genug Berichte und genug Hauptuntersuchungen, wo dann viele Fehler auch aufgedeckt werden über den Zeitraum. Und man feststellen kann, ist der Motor gut oder nicht. Denn auch hier bei Opel gibt es die Kiste ja auch in verschiedenen Varianten. Ne, so das Thema Getriebe, guckt auch da drunter. Leckt da irgendwas? Schaltet das Getriebe durch? Auch das ist ein wichtiges Thema. Ne, gehen alle Gänge richtig rein, ruhig die Kupplung treten und auch dann einfach mal die Kiste anschmeißen. Definitiv. Und auch da ist wichtig, ne, Gang raus, Handbremse ist angezogen, Zündung rein und dann Radio aus. Macht es aus, damit ihr den Motor hört. Dann habt ihr den ersten Eindruck für den Start. Also ganz leise sein, glücklich sein.
Er meckert, weil wir die Türen offen haben. Er meckert, weil wir nicht angeschnallt sind. Der Opel meckert gerne, aber... läuft der Motor rund. Und läuft der rund, wenn wir auch ab und zu mal kurz ein bisschen Gas geben. Ne? Der Motor muss natürlich auch erstmal warm sein, um richtig Gambo zu machen und richtig drauf zu treten, aber schon der erste Eindruck zählt. Verlasst euch da so ein bisschen aufs Gehör. Und wenn nicht, dann nochmal auf einem Gehör von einem Profi. Denn auch da spricht der Motor mit euch. Ne? Klackert oder hat ein abnormales Geräusch, so Thema Zischen, Klackern oder ähnlich. Auch da könnt ihr halt ganz viel beachten. So, und es bleibt dabei, guckt nach, dass Schläuche und Co. alles gut sitzt, genauso wie Batteriepole, dass die Batteriepole sauber sind und auch ordentlich sind. Ist es die erste Batterie? Gibt es auch so ein Batteriesichtfenster hier? Und das macht sich dann bemerkbar. Seht ihr hier, grün ist gut, weiß, und jetzt haben wir hier dunkel. Das heißt, die Batterie wird sich dann auch irgendwann jetzt mal verabschieden. Das heißt, auch da kommen wieder Kosten auf uns zu. Ist aber nicht das Ding, denn so eine Batterie ist jetzt auch nicht so teuer. Ne? Ist hier eine 60 Ampere drin, hier steht wartungsfrei. Das heißt, einfach austauschen, ist gar kein Hexenwerk. Ja, so. So, dann habt ihr hier hinten auch noch Bremsflüssigkeit, Minimum. Das gleiche Spiel natürlich hier auch beim Frostschutzkühler. Auch da sind wir im grünen Bereich und beim Ölpaltstab gucken wir jetzt natürlich auch nochmal nach. Das heißt, einmal rausziehen, wischen, dann ist das Ding auch blanko. Ich guck mal, kriege ich das drauf? Wenn nicht, zum Thema Öl habe ich ja auch nochmal eine schöne Folge. Und dann haben wir Minimum, Maximum. Da müsst ihr natürlich gucken, dass das Auto auch gerade steht, damit das dann auch nicht verfälscht wird. Aber da sind wir auch, ne? Der hat ja erst den Ölwechsel bekommen, sind wir vollkommen in Ordnung. Und da kann man auch natürlich prüfen, ne, wenn jetzt 2021 ein Ölwechsel gemacht worden ist, hat er in der Zeit halt abnormal Öl verbrannt. Wie viele Liter wurden reingemacht? 4,5. Also auch da könnt ihr halt gucken, wie viele Liter passen denn hier in das Fahrzeug rein. So, also Thema Motor abgeschlossen. So, Klappe zu. Guckt auch, dass ihr nichts vergessen habt da drinnen. Guckt auch, dass die Motorhaube wirklich zu ist. Und dann, kommt das große Thema Bremsen. Also, hier haben wir eine schöne Alufelge. Das heißt, wir können auf jeden Fall viel, viel mehr gucken. Thema Bordsteinschaden, auch hier auf der Seite nichts. Und dann gucken wir nach, sieht die Bremsscheibe abnormal aus? Hat sie hier oben eine große Kante? Das heißt, auch da würde dann einfach mal die Bremsscheibe gewechselt werden müssen. Oder auch das Stückchen leuchtet mal hier rein. Ihr könnt auch fühlen, wie viel Bremsbelag habe ich denn noch? Also jede Menge zu entdecken. Und das Ganze könnt ihr natürlich dann auch gucken, wenn ihr natürlich viermal Scheibenbremse hat, vorne, hinten, ob da auch alles d'accord ist und passt. Und wenn ihr natürlich ein Fahrzeug habt mit Trommel, ja, dann müsst ihr natürlich dann gegebenenfalls dann wirklich dann mal eine Fachwerkstatt aufsuchen, die dann die Trommel austauscht, also die Bremsbeläge. Und man kann ja nicht da reingucken, ne? Gleiches Spiel vorne auch. Also auch hier nichts Abnormales. Die Bremsscheibe sieht auch gleich abgenutzt aus. Also keine abnormalen Risse oder irgendwo scharfe Kanten. Also auch hier dem Alter entsprechend, beziehungsweise wurde auch gemacht. Denn das Fahrzeug hat wirklich vom Scheckheft durchgängig von Anfang bis heute die Werkstatt erlebt, Service erlebt, hat man auch nicht so oft. Könnt ihr halt wirklich danach gucken. Das ist auf jeden Fall schon mal Gold wert. Klar, ne, kleine Bissuren, kleine Macken. Auch da ist halt so, kann ich damit leben? Ja, nein. Letztendlich macht es den Preis aus. Und Beispiel jetzt hier. 5300 VB. Dann sage ich jetzt schon so,
werden wir auf jeden Fall eine Punktlandung machen bei 5.1, wenn man es anspricht. Und dann passt das schon. Also das Auto steht wirklich in der Summe gut da. Thema Anhängerkupplung machen wir eben noch, bevor wir dann in die nächsten Punkte gehen. Auch da, ne, Thema Zubehör. Zack, die Ringe hoch hier. Dann kommen wir nämlich hier auch dran. Weil da könnt ihr nämlich gucken. Ne? Hier haben wir auch das Bordwerkzeug. Und hier ist die Anhängerkupplung. Und diese Stückchen, wenn mir einer sagt so, yo, ne, Montage hin oder her, ist einfach. Da haben wir nämlich den Schlüssel. Ist wirklich einfach. Einfach reinstecken. Und dann ist das wirklich fertig. Machen wir nochmal ein Special zu dann. Aber ihr könnt gucken, ja, wo die benutzt. Ne? Also, Moment, die Kappe ab. Also gucken, wo die benutzt. Also die sieht so aus, als hätte sie ihr Leben hier drinnen verbracht. Also nicht großartig was gezogen. Auch das ist halt wichtig, ne, beim Schalter oder beim Automatik. Ich packe das gleich rein. Das heißt, die Fahrzeugkombination PKW und Anhänger, das heißt, das Getriebe, Kupplung, wird natürlich dann ein bisschen mehr beansprucht. Das ist beim Automatik natürlich, ne, auch mit den Getriebearten, müsst ihr euch auch ein bisschen reinfuchsen und reinlesen, verpackt ihr das. Ist die Maschine groß genug, um hinten was zu ziehen? Da müsst ihr euch halt wirklich sicher sein. Ja, was auch ganz gerne, ne, macht euch dreckig, müsst ihr halt ein bisschen runtergehen in die Hocke, guckt nach, Auspuff, habt ihr da irgendwas? Wenn nicht, ab auf die Bühne, meckert der Händler da rum und sagt, ehrlich, nee, das ist mir jetzt hier nicht so, ich weiß nicht. Also wenn er das schon ablehnt oder sagt, er hat da keinen Bock drauf, dann ist in der Regel auch irgendwas dran. Das ist Fakt. So, gleiches Spiel. Auch da halt, ne, wenn ihr die Möglichkeit habt, hier zu gucken, Thema Bremsen, Bremsschläuche, ist da alles Taco, ist da alles grün, fällt irgendwas auf, haben wir irgendwo Flüssigkeiten, denn Bremsen ist im Allgemeinen maximal wichtig, maximal sicherheitsrelevant. Und wenn nicht, aufbocken und checken. Oder ihr habt auch die Möglichkeit, einfach euer Smartphone zu nehmen, so wie ich jetzt. Aufnehmen, ein Video machen. Ja, wenn euch das zu dunkel ist, dann ruhig auch Licht an und dann einfach mal im Nachgang das Video betrachten. Das geht auch. Und dann habt ihr auch, ne, wie hier jetzt, einen Eindruck von unten. Wie sieht er denn von unten aus? Auch Träger und sowas, ne, guckt nach. Unfallschaden, ja, nein, ist irgendwo was geschweißt worden, sieht irgendwas abnormal aus und dann ist das gut. So, was haben wir noch? Großes Thema Verbandskasten. Guckt nach, ist der überhaupt noch gültig und ist das Warndreieck da? War jetzt gerade vorne gesehen, Handschuhfach, schon eine Warnweste drin, ist auch cool. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall sicher gehen, dass da schon mal keine Extrakosten auf euch zukommen, wenn ihr mal angehalten werdet. Oder wäre der jetzt abgelaufen, könnte man dann natürlich dann auch noch mit in die Verhandlungen reinnehmen. Nämlich im Endpreis. Ja, Thema Probefahrt. So, Thema Probefahrt. Auch dahingehend wichtige Punkte. Bevor wir jetzt den Motor starten, auch hier nochmal hören. Radio aus bei der Probefahrt, definitiv. Ihr könnt ganz kurz Lautstärke-Check machen, alle Bedienungen natürlich durchgehen. Ja, jetzt habe ich natürlich jetzt hier Musik drauf, da kriege ich Ärger mit den Künstlern. Aber Radio, boxentechnisch, Lautstärke, hapert es irgendwo, knarzt irgendwas, ist irgendwas kaputt. Ihr könnt nämlich auch die Balance und den Fader, also Balance links, rechts, Fader vorne, hinten einstellen, um zu gucken, funktionieren die Boxen in alle Himmelsrichtungen gleich. Ansonsten Bedienungsanleitung nehmen und einfach mal durchlesen, wenn ihr euch nicht sicher seid mit den Funktionen und nehmt euch wirklich Zeit dafür, denn auch das ist in der Summe später eine Verhandlungsbasis, definitiv. Also jetzt ganz leise.
Motor starten und dann geht es schon direkt los. Tür zu. Auch da vorher nochmal gucken, habt ihr wirklich alles zugemacht, das alles befestigt. Alles, was das Auto mitbringt, wieder da, wo es ist. Auch da haben wir schon die ulkigsten Sachen gesehen. Ups, oben das Schildchen vergessen. Und dann geht es auch schon los. Das heißt, große Thema Lenkung, Getriebe. So, dann haben wir die Kamera umgebaut. Also, großes Thema Lenkung, Getriebe. Fenster ruhig runter machen, ruhig mal hören. Zweite Gang, der Schaltkulisse ruhig mal, ja, auch Motortemperatur beachten. Ja, ist da was? Könnte da was? Ja, Thema Bremsverhalten. Ruhig mal reinlatschen. Auch da, halt sicher sein, habe ich alles gut verstaut vorher, bevor ich sowas mache. Muss ich das auf der öffentlichen Straße machen? Meistens geht es halt nicht anders, aber ich kann zumindest gucken, habe ich irgendwo hinter mir Verkehr, den ich behindern, oder habe ich irgendwo Verkehr, den ich behindern könnte, dementsprechend Obacht und mit Vorsicht zu genießen. Also nicht einfach reinlatschen, sondern wirklich seid euch sicher, dass ihr da keinen gefährdet. Aber auch das gehört dazu. Das heißt, wirklich dann auch mal Schmackes nehmen, gucken, haben wir einen hinter uns, ja, nein, und dann einfach mal reinlatschen. Kommt da was, kommt da nichts. Geht das, und dann auch wieder ein Stückchen anfahren, liegt mir das Auto, passt das, habe ich irgendwo, ne, so Thema Lenkung, irgendwas drinne, höre ich irgendwas, auch wenn wir um die Kurve fahren, Blinker ruhig durchtesten, das müsste auch ausgehen. Jawohl, der funktioniert auch alles. Also Bremse, Gas, Getriebe, allgemeine Geräusche irgendwo festzustellen, ist irgendwo was, was nicht passt, ist irgendwas nicht koscher, dann könnt ihr euch sicher sein, da wird nochmal drüber gesprochen bzw. verhandelt. Ja, und dann einfach auch nochmal, ich mache nochmal einen Blinker aus. Dann einfach auch nochmal im Stand hören nach der Probefahrt. Also einfach mal noch kurz laufen lassen, röhrt danach, hat er jetzt irgendwo Leiden und wenn nicht, gegebenenfalls nochmal ruhig vorne den Motorraum aufmachen und da nochmal rein hören und gucken. Und natürlich auch nach der Probefahrt nochmal gucken, leckt er irgendwo? Hat er irgendwo jetzt vielleicht dann Ölspuren oder ähnlich? Ja. Ansonsten nehmen wir die Kamera nochmal rum. Ansonsten ist ganz oft ganz gerne, dass das Fahrzeug hingestellt wird auf Reserve. Können wir auch mal machen. Gehen wir mal hier in die Media. Thema Reichweite 45 Kilometer. Das heißt, hier wird auch gleich dann die Reserveleuchte angehen und das Fahrzeug meldet sich dann und sagt, hey, du darfst gerne tanken fahren. Guck mal eben. Also sie leuchtet schon auf. Ja, auch da, ihr seht's, die leuchtet schon auf. Das sieht man jetzt so gar nicht. Ist auch nice to know. Jetzt fällt sie nicht auf. Aber meist dunkel, also haben wir ja auch ein Fahrzeug, was auf Reserve steht. Auch da müsst ihr halt gucken, dass die Probefahrt dann nicht so lang ist. Wir haben jetzt hier eine Rest. Reichweite von 45 Kilometern, auch da vergewissert euch, Quatsch mit dem Händler, sondern soll er nochmal Sprit reinballern. Und auch dieses Stückchen, auch sowas ist natürlich Verhandlungsbasis. Da kann man drüber reden, warum ist er nicht vollgetankt? Kostet natürlich auch dem Händler jede Menge Kohle. Wenn man überlegt, dieses Auto wird dann nochmal vollgetankt übergeben, die müssen natürlich auch gucken. Leben und leben lassen. Ja, also auch hier nochmal abschließend, Fenster hoch. Den Gang dann rein, Probefahrt und glücklich sein. Und dann könnt ihr in die Verhandlung gehen und dann einen Preis ausmachen. Hoffentlich mit Handschlag. Macht das fix, lasst euch da nicht ein. Und wenn er sagt, immer jetzt so wie bei mir, für die Kiste gebe ich 5.100 Öcken Euro.
Ja, und der Händler sagt, er hat absolut gar keinen Bock, dann heißt es für mich aber auch, ich muss den nicht kaufen. Aber es ist ja immer noch so dieses Stückchen Leben und Leben lassen, Verhandlungsspielraum. Man müsste halt wirklich gucken, auch beim Opel jetzt hier oder bei anderen Gebrauchtfahrzeugen. Es gibt halt von bis, warum ist der eine billiger, warum ist der andere teurer, was hat der wirklich dann drinne? Einfache Heizung, Klimaautomatik, Automatikgetriebeschalter, Park-Distance-Control, also die Einparkhilfe, Xenonlicht, Automatiklicht, Regensensor, ganz viele Kreuze, die man machen kann. Und die müsst ihr halt wirklich, nehmt euch die Zeit, filtert und vergleicht. Und dann passt das schon. That's the plan. So, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich drücke euch die Daumen beim Autokauf und ich gucke, ob wir den Hobel kaufen oder, ich sage auch ganz klar, einfach nochmal woanders hinfahren. Nicht das erstbeste Fahrzeug nehmen, denn der Gebrauchtwagenmarkt ist wirklich gut gefüllt. Dann fahre ich lieber nochmal 20 Kilometer mehr zum nächsten Händler oder zum Privat. Auch das Stückchen müssen wir halt gucken. Gewährleistung, ja, nein. Kaufe ich das Ding beim Händler, kaufe ich das Ding privat. Thema Kaufvertrag, auch wichtig, dass alle Papiere dabei sind. Aber da packe ich euch jede Menge Checklisten unten rein. Und dann könnt ihr euch durchfuchsen und hoffentlich mit eurem neuen Vehikel glücklich sein. So, ciao, ciao.